Hallo, ich habe heute wieder einen Vlog für euch und ja, da sind so ein paar Themen mit dabei. Zum einen war ich vor ja, 2 Wochen inzwischen wieder Flohmarkt machen. Das heißt, es war wirklich sehr, sehr spontan. Meine Schwester hat gesagt, dass sie eigentlich kurz nachdem ich kommen wollte, also ich wollte eigentlich erst montags oder sonntags aufschlagen bei meiner Family. Und die hat mir dann halt gesagt, dass sie samstags Flohmarkt macht. Und da ich noch so viel Flohmarktsachen bei meiner Mutter und auch hier hatte, weil wir ja auch Haushalte zusammengelegt haben und dann irgendwie 2 Eierkocher hatten, obwohl wir also so gut wie nie Eier machen. Also ich esse keine mehr, so hart gekochte normalerweise, und ich mache keine, und von daher war das dann so ein bisschen übertrieben. Marvin macht sich ab und zu mal vielleicht ein hart gekochtes Ei und da brauchen wir nur einen Eierkocher, dann haben wir den weggebracht und so weiter und so fort. Wir hatten noch CD-Regale, alte. Wir haben genügend CD-Regale und ich habe irgendwie gefühlt 6 CDs oder sowas. Marvin hat ein paar mehr, aber die Regale, die wir haben, das waren einfach viel zu viele. Dann alte Sachen von Vormietern, die sie nicht mitgenommen haben, wie so einen alten Kronleuchter und so. Ich habe einfach alles mitgenommen und habe Flohmarkt gemacht. Das war wirklich sehr, sehr spontan. Ich bin freitags noch runtergefahren. Donnerstags habe ich alles aussortiert, auch hier, und meine Sachen gepackt. Freitags runtergefahren, dass ich noch ein bisschen was vom Tag hatte, halt auch früher. Und halt auch zum Vorbereiten für den Flohmarkt am Samstag dann in Offenbach. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so ein bisschen Ramschflohmarkt. Also man kriegt da auf jeden Fall billiges Plastik-Spielzeug, selbst aus dem Happy Meal, nochmal los für, keine Ahnung, 50 Cent das Stück. Ja, ja, so ein Flohmarkt ist das. Und der Vorteil eben bei dem Flohmarkt ist auch, dass man mit dem Auto an den Stellplatz fahren kann, beziehungsweise auch das Auto dort stehen lassen kann. Das heißt, auch wenn man dann mal längere Pausen machen müsste oder es stark regnet, man kann sich ins Auto setzen, deckt alles andere mit einer Plane ab. Und ja, das ist natürlich für mich mit meiner Schwangerschaftsvorgeschichte vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, weil ich mich ja eigentlich hauptsächlich schonen sollte. Das heißt, meine Mutter und meine Schwestern haben dann auch alles Schwere getragen. Mein Freund hat mir vorher die ganzen Sachen in mein Auto geladen und die haben das eben dann später auf dem Flohmarkt ausgeladen. Waren also mit 2 Autos da und haben fast alles verkauft, also relativ viel, muss ich wirklich sagen. Also ich war innerhalb von den ersten Viertelstunde, 20 Minuten, war ungefähr die Hälfte meiner Sachen ausverkauft. Das kannte ich gar nicht, weil ich eben halt so viele, ja, gebrauchte Elektroartikel hatte und die gehen immer ganz gut auf den Märkten. Und ja, deswegen war das eigentlich ganz schön. Und wir haben auch ganz gut Umsatz gemacht. Ich hatte natürlich auch ein paar Sachen von Marvin dabei, der dann halt dann auch das Geld später rausgekriegt hat, weil wir das ja auch finanziell alles trennen. Und meine Nase juckt jetzt und deswegen muss ich kurz mal niesen. Sekunde. Eine Niesattacke später, also mir kribbelt es immer noch in der Nase. Ja, wir machen das halt so getrennt, aber Marvin konnte nicht mitkommen. Der muss ja freitags arbeiten, von daher bin ich alleine runtergefahren. Und war dann eigentlich wirklich komplett eingespannt. Also ich war dann auch ziemlich K.O. und müde, gerade nach dem Samstag. Aber ja, also ich kann euch sagen, wir haben einen guten Umsatz gemacht, haben ein bisschen was eingenommen. Und wir sind mit 2 Autos gekommen und haben dann wirklich nur noch 1 beladen müssen. Und da sind ja auch dann die Tische dabei gewesen und die Stühle und so weiter. Deswegen insgesamt lief es wirklich gut. Und danach war ich einfach nur noch platt am Samstag und habe mich ausgeruht. Das muss ich aber auch wirklich dann machen. Und ja, dann habe ich noch ein paar Tage bis donnerstags bei meiner Mutter verbracht. Und dann ist meine Mama mit hierher gekommen. Es war wirklich ein total schönes, doppellanges Wochenende, beziehungsweise fast schon wie so ein Kurzurlaub. Ja, meine Kamera spinnt irgendwie heute. Also mir gefällt das Bild gar nicht und ich krieg's nicht hin. Und es war einfach nur total schön, die Zeit mit meiner Mutter zu verbringen. Wir haben halt viel auch zusammen verbracht und gemacht. Und
Das war einfach mal was Besonderes, sag ich mal. Ich habe auch eine Freundin von mir getroffen, bevor ich wieder zurückgefahren bin mit meiner Mutter hierher. Und das war auch einfach schön. Ich hätte zwar gerne noch meine anderen Freunde getroffen, aber wir hatten so viele Termine wieder und so wenig Zeit, habe ich immer das Gefühl, und man kommt gar nicht hinterher. Und ich muss mich inzwischen so oft ausruhen, dass ich wirklich dann auch Augen zu mich kurz hinlege für eine Viertelstunde oder auch mal eine halbe Stunde, je nachdem. Das brauche ich inzwischen einfach, weil ich sonst gar nicht auf die Beine komme und ich muss meinen Körper nicht mehr zumuten, als ihm gut tut. Und deswegen, ja, also es war schon anstrengend, aber sehr, sehr schön. Wir waren hier im Zollbrücker Outlet unterwegs bei strahlendem Sonnenschein und garantiert irgendwie so knapp 30 Grad. Also es war wirklich extrem, extrem heiß fast schon. Aber es war auch schön. Also wir haben öfters Pausen gemacht beim Eis essen oder mal Kuchen oder... Also es war schön, wirklich. Und das hat mir richtig, richtig gut getan. Das hat auch meine Stimmung aufgehellt. Und zusätzlich habe ich halt auch, positive Post bekommen. Und das beruhigt mich doch alles sehr. Deswegen es mir insgesamt noch besser geht als, die meiste Zeit vorher, würde ich sagen. Also mir geht es richtig gut. Und das ist wichtig. Ich habe zwar mit der Allergie unheimlich zu kämpfen und auch, mit dem Körper, dass der nicht mehr so mit kann und mitmachen möchte und gern mal öfters mal eine Pause braucht. Aber das ist auch nicht so tragisch, würde ich behaupten. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn meine Mama dann nochmal, wenn sie Urlaub hat, eine Woche hier vorbeikommt und auch so ein bisschen mithilft. Sowas zum Beispiel wie die Fenster hier zu putzen, weil ich kann die nicht alleine machen. Glaubt mir, die sind riesig und aus dem Fenster fallen käme jetzt, glaube ich, käme allgemein nicht so gut, aber jetzt noch schlechter. Und ja, da hilft sie mir dann nochmal, das sauber zu machen, weil ich kriege das im Moment nicht hin. Das ist einfach zu schwer. Und die sind halt wirklich, also man muss hier bedenken, das ist ungefähr so eine, von der Höhe eine Altbauwohnung her, so über 3 Meter Wände. Und diese Fenster sind einfach viel, viel, viel zu groß. Ich glaube, die sind überproportioniert hier dran gemacht worden und dann steht die dann so auf einer Leiter in über 3 Meter Höhe oder 2 und hab dann irgendwie das Fenster offen, macht den Rahmen sauber und ich nicht so einfach. Dazu kommt, dass ich halt auch noch so kurz bin. Naja, gut, das wäre der eine Punkt gewesen. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal Punkte aufgeschrieben, weil ich ein paar Sachen ansprechen wollte. Nämlich hauptsächlich eigentlich wollte ich was zu der Schwangerschaft sagen, wie sie im Moment aussieht und so weiter und so fort. Und ich habe seit kurzem sexy Kompressionsstrümpfe, wirklich, also super Teile, kann ich nur sagen, und kurze Fingernägel. Weil sonst kann man die nicht gescheit anziehen. Ich habe auch noch immer Baumwollhandschuhe an, um die anzuziehen. Und ich kann nur sagen, die Dinger sind der absolute Albtraum. Es war einfach so, dass ich beim längeren Stehen und so weiter Wasser in den Waden hauptsächlich gesammelt habe. Nicht in den Füßen, nicht in den Oberschenkeln, aber in den Waden. Und das war irgendwie so ein bisschen nicht so gut. Und ich habe das der Frauenärztin gesagt und die hat dann gesagt, dann kriegen sie Kompressionsstrümpfe. Und ja, dann wurden die angemessen und dann konnte ich sie mir abholen. Also das erste Paar. Ich habe jetzt noch ein zweites Paar geordert. Das erste Paar sind also Kniestrümpfe und geschlossen vorne, schwarz. Was ich sehr, sehr gut finde, weil ich im Sommer halt viel unter meinen Kleidern Leggings trage, schwarze. Und das dann also nicht wirklich auffällt, dass ich dann solche Kompressionsstrümpfe trage. Das zweite Paar habe ich mich entschieden für die offenen Schuhe, weil das eben vorne geschlossen ist. Noch ein paar offene zu nehmen und dann halt hautfarbene, soweit es geht, weil bei meiner Haut sehen diese Kompressionsstrümpfe definitiv nicht nach Hautfarben aus. Aber ich hoffe, dass ich damit durchkomme. Wir werden es sehen.
Das habe ich noch nicht geholt. Das kann ich dann, denke ich mal, die nächsten Tage in der Apotheke abholen. Die sind auch komplett kostenfrei. Und ja, ich finde sie halt so lala. Also jeden Abend wirklich nach dem Ausziehen nehme ich die Dinger und wasche sie mal durch mit ein bisschen Shampoo oder Seife. Bringe sie dann ordentlich aus. Also was heißt ordentlich aus? Aber halt so, dass sie gut ausgespült sind, dass sie nicht zu feucht sind, dass sie am nächsten Morgen halt wieder einsatzbereit sind. Denn wirklich eins der ersten Dinge morgens nach dem Aufwachen ist dann diese Strümpfe anzuziehen. Also ich habe mir schon zwischendurch ein paar Muskeln gezerrt bei der ganzen Aktion, weil ich die kaum über meine Ferse kriege. Also Fuß geht noch, so gerade so. Und dann Ferse ist der wirklich Albtraum und ab dann kann man es eigentlich relativ einfach hochrollen. Das ist dann nicht mehr so schwer. Und trotzdem, dass ich diese Dinge wirklich jeden Abend wasche, haben die einen unangenehmen Käsegeruch. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe noch nie Stinkefüße gehabt und ich werde auch nie welche kriegen. Aber diese Socken, diese Kompressionsstrümpfe sind ja meine absolute Albtraum. Ich hoffe, dass sie mit der offenen Spitze in dem Fall dann besser sind. Also ich trage sie nicht sehr gerne. Ich finde sie unbequem. Sie sind schwer anzuziehen. Sie fühlen sich unangenehm an. Und wie gesagt, dieses Geruchsproblem, obwohl ich sie jeden Abend wasche, geht gar nicht. Geht absolut gar nicht. Weil, wie gesagt, ich habe noch nie irgendwie Füße, die überhaupt nach irgendwas gerochen haben, ja. Und das ist halt was für mich gar nicht geht. Das mag ich nicht. Und finde ich auch ganz furchtbar. Ja, aber damit muss man halt ein bisschen leben und handeln. Und ich sehe einfach zu, wenn ich das zweite Paar habe, dass ich die dann mal richtig mit in der Waschmaschine wasche, im Wäschenetz und so, dass sie mal ein bisschen vielleicht den Geruch wieder verlieren. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich werde es einfach mal ausprobieren. Ansonsten muss ich sie halt wirklich bis, also meine Frauenärztin hat gesagt, bis Ende der Schwangerschaft sollte ich sie schon tragen, mindestens. Es kann nämlich sein, dass man sie auch eine Zeit lang noch nach der Geburt vom Kind tragen müsste. Kann passieren. Ich hoffe mal nicht. Ich habe keine Lust. Ich will nicht. Aber was macht man nicht alles für die Gesundheit? Ja. Schwangerschaftsbedingt würde ich sagen, insgesamt läuft es im Moment relativ rund. Also mein Bauch auch. Er wächst wirklich sehr, sehr zügig jetzt. Ich bin in der 28. Woche. Und ich merke einfach, dass er jetzt viel, viel schneller wächst als vorher. Dass ich manchmal schon arg kurzatmig bin, dass der Kleine und auch die Gebärmutter sehr unter den Rippen hängen. Also es ist wirklich teilweise schon ein unangenehmes Gefühl, das so weit oben stehen zu haben. Wenn er dann nämlich mit den Füßchen irgendwie tritt oder sich bewegt und so weiter, dann ist das schmerzhaft teilweise und auch sehr unangenehm. Was der Kleine auch gerne öfters mal macht, ist irgendwie sein Popo so seitlich an meinem Bauch oben rauszudrücken. Und man sieht dann wirklich so den kleinen Popo, also nicht wirklich so mit Popobacken, aber man merkt es halt, dass der Po ist. Und den drückt er liebend gerne raus. Also er tritt dann mit dem Bein gegen die andere Seite und drückt sich dann so ab und ja, dann hat man eben den Popo in der Seite und das war schon sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen, als ich jetzt mit meinem Freund das erste Mal bei dem Vorbereitungskurs war und ja, wir so Entspannungsübungen gemacht haben und er die ganze Zeit wie wild aktiv mitgemacht hat. Seine Zeit ist wirklich so ab 18 Uhr und das dann gerne mal auch immer wieder, also er ist dann immer wieder wach und sehr aktiv und dann nochmal so gegen 4, 5 Uhr morgens, da ist nochmal so die zweite Phase, wo er wirklich sehr aktiv ist. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, so die letzten 2, 3 Tage, dass er einfach viel mehr wach ist als vorher und sich auch wieder wesentlich mehr bewegt. Es gibt ja so Wachstumsschübe, wo sie dann die Kleinen sich dann ein bisschen weniger bewegen, einfach weil es auch ja, die Energie woanders hingeht. Und dann gibt es wieder so Phasen, wo sie relativ viel aktiv sind.
Und die hatte im Moment absolut, ich weiß auch nicht, das ist mal so. Und die Tritte und die Bewegungen sind teilweise schon sehr, sehr heftig. Wie gesagt, es ist nicht immer nur angenehm. Manchmal geht es schon so, dass man uff, so macht, ja, weil einem die Luft ausbleibt, weil er gegen irgendwas tritt oder sich bewegt. Und es ist schon manchmal ein bisschen schmerzhaft, wie gesagt. Also es ist nicht immer schön, aber insgesamt, man freut sich schon, dass man halt so viel schon teilen kann. Also er nimmt auch sehr viel von der Umgebung inzwischen wahr an Geräuschen. Er hört nicht nur mich, sondern eben auch wirklich andere Leute im Raum. Im Vorbereitungskurs habe ich das richtig gemerkt, wie er halt auf so die Diskussionsrunden viel reagiert hat. Und wenn dann die Musik an war, die Entspannungsmusik, was so richtig, ich würde sagen, klassische Musik war, hat er doch wirklich extrem drauf reagiert. Und das war eigentlich ganz spannend. Also hat mir gut gefallen, außer dass ich so nicht wirklich entspannen konnte. Aber nun gut, das ist halt eben, muss man mit leben. Ich glaube, das ist allgemein bei Kindern so. Man hat dann nicht immer so seine Ruhe. Man kann froh sein, wenn man welche hat. Gehört halt dazu. Ja. Was auch interessant war, heute Morgen zum Beispiel, bin ich tatsächlich, also ich habe nicht lange geschlafen, um 4:30 bin ich wach geworden und musste pipi und dann bin ich wieder ins Bett und habe versucht zu schlafen. Ich war so wach, ich war wirklich so wach. Ich habe vielleicht also 5,5 Stunden maximal geschlafen, eher 5 Stunden, weil ich ziemlich lange meistens brauche zum Einschlafen. Und ich konnte einfach nicht mehr einschlafen, weil eine kurze Zeit später dann wirklich so ein rhythmisches Pochen im Unterleib angefangen hat. Und ich dachte mir so, was zum Teufel ist das? Liegst du auf irgendeiner Vene, hast irgendwas abgeklemmt und dann pocht das ja auch gerne mal. Und dann dachte ich mir so, nee, der ist wach. Er hat dann auch während diesem wirklich sehr, sehr gleichmäßigen rhythmischen Pochen hat dann auch mal so den Ellbogen ausgefahren oder mal das Füßchen und habe so richtig gemerkt, dass er das gar nicht kontrollieren konnte. Und dann dachte ich mir schon eigentlich, okay, ich schätze mal einfach, das ist dann Schluckauf. Ja. Also wenn ich vorher Schluckauf gespürt habe, dann nicht so extrem wie da. Das war richtig heftig. Und das ging dann nicht irgendwie nur mal so eine Minute lang, sondern das ging dann wirklich mal so 5 bis 10 Minuten und länger. Also zumindest hatte ich das Gefühl, es hat sehr lange gedauert. Und dadurch, dass er halt mit dem Kopf gegen den Ausgang liegt, ja, schon spürt man das halt bis dahin. Und das ist schon irgendwie ein merkwürdiges Gefühl, wenn das so wirklich ganz unten an der Gebärmutter Richtung Ausgang dieses Pochen ist. Und es ist wirklich, ich habe dann gemerkt, dass es wie so ein, wenn man die Hand draufgelegt hat, wie so ein zweiter Puls quasi war. Also es war wirklich sehr spannend und ich konnte natürlich nicht weiter schlafen. Ich war dann hellwach, weil es einfach, es hat ja auch im Körper halt dann natürlich auch so Vibrationen, ne? Und dann ist man, habe ich gesagt, bevor ich mich jetzt hier noch weiter blöd rumwälze, es bringt ja nichts, hat ja überhaupt keinen Wert, bin ich dann aufgestanden und bin dann schön mal an meinen Rechner und habe ein paar Kommentare beantwortet. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich eben die ganze Zeit nicht dazu kam. Ich hatte montags noch den Frauenarzttermin und das war schon alles sehr, sehr anstrengend mit dem also bei uns ist ein Termin ausgefallen vom Vorbereitungskurs und dann haben wir eben den nachgeholt. Wir haben diese Woche 2 Termine und ja, ein wenig Chaos, wie immer. Zu meiner Hebamme und zu dem Vorbereitungskurs werde ich, denke ich, nochmal ein extra Video machen. Und das ist ja jetzt schon lang genug geworden. Ich wollte nicht, dass das wieder eine halbe Stunde lang wird. Und ja, ich glaube, ich habe das meiste erzählt. Ich würde einfach nur sagen, was im Moment so ein bisschen los war, was wir gemacht haben, was auch fertig geworden ist. Unter anderem ist unsere Wickelkommode. Und so dieser Wickelbereich und ich habe auch schon die ersten Sachen eingeräumt. Ich kann mal ein Bild einblenden oder am Ende vom Video mal schauen. Wie gesagt, mein Bäuchlein wächst.
Ich habe 62 Kilo. Ja, nicht nur das Bäuchlein, sondern auch das Gewicht wächst. Und ich hoffe, ich habe an alles gedacht. Ansonsten, ihr könnt mir wie immer alles in die Kommentare schreiben, was euch bewegt, was in eurer Schwangerschaft so passiert ist, ob ihr dieses rhythmische Pochen auch kennt. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns bis die Tage. Ciao.